Okay. Nazi-Hintergrund. Der Instagram-Post von Mushtari und Sintuyan hat Empörung ausgelöst, viel Empörung. Unter anderem ist in den letzten Tagen eine Kritik geäußert worden, die ich nicht teile. Und ich möchte kurz erklären, warum ich diese Kritik nicht teile. Und zwar ist die Kritik oder der Vorwurf genauer gesagt, dass die beiden eine antisemitische Tradition fortschreiben, da sie nicht auf Juden und Jüdinnen eingehen, die Nazi-Hintergrund seit jeher in ihrer Geschichte in der Bundesrepublik thematisiert haben. Diesem Vorwurf zufolge mache man also Juden und Jüdinnen unsichtbar, wenn man annimmt, dass Mushtari und Sintoyan diese Debatte getriggert hätten. Meine erste Reaktion war erstmal totales Erstaunen auf diesen Vorwurf, weil Mushtari und Sintoyan thematisieren materielle Ungleichheit in der Gegenwart unter dem Überbegriff Nazi-Hintergrund. Also sprich, sie besprechen die Art und Weise, in der die Vergangenheit präsent ist in Deutschland. Und das ist, sollte eigentlich nichts sein, was so viel Empörung erregt. Natürlich ist es so, dass Juden und Jüdinnen über den Nazi-Hintergrund oder Vordergrund dieses Landes sprechen. Wie sollte es auch sonst möglich sein, darüber nicht zu sprechen? Diese Auseinandersetzung ist nicht abgeschlossen, sie wird nie abgeschlossen sein. Sie ist extrem komplex und auch oft sehr schmerzhaft, weil natürlich, oder unter anderem auch, weil in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik total verdrängt wurde, weil die politische Basis des Staates, also Justiz, Bildung und Politik, sich oft nahtlos andocken an das Naziregime, während gleichzeitig aber eben auch diese sogenannte spezielle Beziehung des Staates zu Juden und auch zum Staat Israel, das postnationalsozialistische Selbst und die Existenz der Republik ganz paradigmatisch bestimmt haben, also zum Raison d'État gehören. Nazi-Hintergrund wird dementsprechend immer auch thematisiert im Kontext nationaler Rehabilitation, Scham, Stigma und dem Streben nach Überwindung und Abschluss, Verdrängung und Erlösung. Es leuchtet nicht ein, inwiefern die Intervention von Mushtari und Sintoyan all dies unsichtbar macht. Geschweige denn, wie sie eine antisemitische Tradition fortschreibt. Mushtari und Sintoyan können on their own terms Nazi-Hintergrund thematisieren, weil sie als hier lebende Menschen mit der Vergangenheit dieses Landes unmittelbar konfrontiert sind. Und es muss hier keine Disziplinierung vorgenommen werden und sie müssen auch niemanden um Erlaubnis bitten, Nazi-Hintergrund so zu thematisieren, wie sie das wollen. Das, was der Vorwurf des Übergehens von Juden und Jüdinnen aber deutlich macht, ist, wie sehr die Auseinandersetzung um die Vergangenheit durch jüdische Stimmen gechannelt wird, exklusiv gechannelt wird. Der Vorwurf, Mushtari und Sintoyan schrieben eine antisemitische Tradition fort oder würden Juden und Jüdinnen unsichtbar machen, wirkt so, als ob es eine Art monogame Liebesbeziehung gibt zwischen dem neuen deutschen Subjekt und der Figur des Juden, die durch Mushtari und Sintoyan gestört wird, was dann wiederum zu einem Eifersuchtsanfall führt. Ihr dürft nicht darüber sprechen und wenn ihr das doch tut, dann werden wir aus dem Bildschirm verdrängt. Also eine Art monogame Liebesbeziehung, in der man sich gegenseitig Exklusivität verspricht. Das neue deutsche Subjekt sichert der Figur des Juden zu, dass es sein einziges Opfer ist und die Figur des Juden verteidigt diese Einzigartigkeit. Der Soziologe Michael Bodemann hat den Begriff Ideological Labor, ideologische Arbeit, geprägt für diese Art und Weise der Einschreibung von Juden und Jüdinnen in das Rehabilitationsprojekt Deutschlands. Weil das ist fatal und auch deprimierend, weil zum einen hier eben im Namen der Erinnerung an den Holocaust zwei Leute angegriffen werden, die niemanden zum Schweigen bringen, die eine wichtige Debatte getriggert haben und ganz sicherlich nicht antisemitische Traditionen fortschreiben. Und zum anderen ist es fatal, weil es das totale Aufgehen jüdischer Differenz in die deutsche Vergangenheitsbewältigung anzeigt. Also der Vorwurf, aus dem Bild gedrängt zu werden, zeigt dieses Aufgehen an. Kann eigentlich nur besser werden und bis dahin erstmal.